ZuhörerInnen, ich begrüße Sie heute zu unserer weiteren Podcast-Folge unserer Pharma Club Online University, die wir ja immer aufnehmen in Anschluss an unser digitales Vortragsformat, die Pharma Club Online University, in der wir jeden ersten Donnerstag im Monat Experten und Expertinnen aus dem Bereich Hygiene, Desinfektion und alle weiteren Geschehen rund um ihre Reinraumhygiene einladen. Und so freue ich mich, dass ich heute Professor Dr. Katrin Steinhauer erneut zu Gast habe, im Anschluss an ihren Beitrag aus den letzten Wochen zum Thema Auswahl von Desinfektionsmitteln mit Hilfe von Desinfektionsmittellisten. Katrin, schön, dass du erneut wieder dabei bist und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, hallo von meiner Seite. Herzlichen Dank, Maren, für die Einladung und ich freue mich auf spannende Minuten zum Thema Desinfektionsmittellisten und Auswahl von Desinfektionsmitteln. Ja, prima. Vielen Dank. Da freue ich mich auch drauf, weil das doch tatsächlich auch immer wieder ein Thema ist, was wir häufig in der Kundschaft hören. Also gerade pharmazeutische Unternehmen ziehen ja doch immer auch wieder mal Listen heran. Und von daher freue ich mich, dass du heute da bist, um dann darüber in den Dialog zu gehen. Aber Katrin, vorher würde ich dich doch einfach bitten, dass du dich noch einmal vorstellst. Für die ZuhörerInnen, die uns noch nicht kennen, erzähl doch gerne mal ein bisschen was über deinen Hintergrund, warum du hier die Richtige bist, um mit mir über das Thema heute zu sprechen. Ja, also ich bin Mikrobiologin aus vollstem Herzen und das auch schon seit mehr als 20 Jahren im Geschäft der Desinfektionsmittelprüfung in den verschiedensten Funktionen. Ich habe lange Jahre in der Desinfektionsmittelindustrie gearbeitet beim Desinfektionsmittelhersteller Schülke & Mayr. Und bin in diesem Zuge auch verantwortlich gewesen für die Prüfung von Desinfektionsmitteln, sowohl als auch in der Entwicklung aktiv gewesen von Desinfektionsmitteln und bin seit vielen, vielen Jahren auch aktiv in der Entwicklung beteiligt von europäischen Standardmethoden zur Prüfung von Desinfektionsmitteln, die auch eine wichtige Basis für die Listung von Desinfektionsmitteln wiederum darstellen. Und leite in diesem Zusammenhang die Arbeitsgruppe 1 auf europäischer Ebene beim CentiC 216. Das ist das technische Komitee, was sich auf europäischer Ebene mit der Standardisierung von Prüfmethoden für Desinfektionsmitteltestungen beschäftigt. Und habe zu diesem Thema auch schon einige internationale Publikationen veröffentlicht. Und bin in diesem Zusammenhang auch Lehrbeauftragte im Rahmen einer Honorarprofessur an der Fachhochschule Kiel für Hygiene und Medizintechnik. Und seit Anfang dieses Jahres habe ich ein spannendes neues Projekt und bin mit einem jungen, ganz engagierten Team mit einem Prüflabor am Start, der Bactologicum GmbH, und widme mich dort also allen Themen der Mikrobiologie, Hygiene und Desinfektion. Ja, prima. Vielen Dank für den kleinen Ausflug. Ja, das erklärt auf jeden Fall gleich in Fülle und Gänze, warum du genau die Richtige bist, um über das Thema zu sprechen. Vielen Dank dafür. Vielleicht steigen wir mal ganz basic ein. Desinfektionsmittelliste. Was bedeutet das überhaupt? Was sind Desinfektionsmittellisten? Desinfektionsmittellisten sind eigentlich nichts anderes als Nachschlagewerke, in dem der Anwender schauen kann, was für ein Präparat für seine Anwendung geeignet ist und wie er es dann optimalerweise auch einzusetzen hat. Denn ein Desinfektionsmittel hat ja auch immer eine Auslobung, wie wir das nennen, also sprich ein Leistungskriterium, also beispielsweise eine Anwendungskonzentration für einen bestimmten Anwendungsbereich. Das eben kann zum Beispiel Flächendesinfektion sein mit mechanischer Einwirkung, also Wischdesinfektion. Und dann guckt man auch immer noch mal nach den Erregern, die dann entsprechend auch inaktiviert werden in dieser Zeitkonzentrationsrelation. Und da sprechen wir zum Beispiel über Bakterizide, Viruzide, begrenzt Viruzide, Fungizide, Auslobung, also all diese doch relativ komplexen Anwendungsmöglichkeiten von einem Desinfektionsmittel. Und darüber gibt eben dann eine Desinfektionsmittelliste als Nachschlagewerk Auskunft.
Und was würdest du sagen, ist dann der Nutzen einer solchen Liste? Also die Anwender selber, also die müssen ja häufig auch sogar eine eigene Validierung machen. Die Hersteller machen ja auch schon allerhand. Was ist jetzt so der Nutzen einer solchen Liste? Ich kann in einer solchen Liste mir einen Überblick verschaffen über verschiedene Wirkstoffe beispielsweise, über verschiedene Produkte. Ich kann mir dort auch erregerspezifische Wirksamkeiten heraussuchen. Ich kann nach dem entsprechenden Applikationsbereich schauen. Also wie ich gerade gesagt habe, beispielsweise Flächendesinfektion mit Mechanik oder ohne Mechanik. Ohne Mechanik wäre zum Beispiel dann auch Sprühdesinfektion. Ich kann nach Händedesinfektionsmitteln gucken. Ich kann gucken nach Mitteln, die eine virozide Wirksamkeit haben oder eine begrenzt virozide Wirksamkeit. Ich kann gucken, dass ich eben eine Hefenwirksamkeit finde. Oder ich kann auch, die ein oder andere Liste gibt das auch her, dass ich dann sozusagen auch sagen kann, ich habe jetzt hier einen spezifischen Erreger, beispielsweise MRSA oder Staphylococcus aureus, und kann für diesen Erreger mir dann ausgeben lassen, was wären geeignete Desinfektionsmittel, um den entsprechend inaktivieren zu können. Also im Prinzip für die Menschen, die nicht den tollen Außendienst-Support von Schülke haben. Steffen ist ja mit seinem Expertenteam ja auch viel vor Ort, berät Kunden bei der richtigen Auswahl. Aber ich verstehe, wenn Steffen und sein Team mal nicht vor Ort sein können, dann kann man in Desinfektionsmittellisten eben auch nachschlagen und schauen, ne, was ist mein Erreger, den ich hier bekämpfen will, welchen Wirkstoff suche ich vielleicht. So versteht sich das, richtig? Genau. Oder wenn Steffen halt tatsächlich mal im Urlaub ist und gerade keine Vertretung zur Hand ist und jetzt auch gerade in der SARS-CoV-2-Pandemie haben wir das natürlich auch ganz viel gehabt, dass die Leute dann schnell vor der Situation stehen mussten und einfach schnell gucken mussten, was kann ich einsetzen an einem Präparat. Und da kann dann auch eine solche Liste ein sehr hilfreiches Tool sein, dass man eben sich überhaupt erstmal einen Überblick verschafft darüber, was gibt es überhaupt für Desinfektionsmittel, was sind die Einsatzbereiche, wie würde ich das entsprechend anwenden. Und also dass ich da quasi noch vor der Qualifizierung eines Desinfektionsmittels überhaupt erstmal ein Informationstool habe, wo ich eine Auswahl treffen kann. Also Nachschlagewerk trifft es eigentlich am besten. Und wir sprechen ja auch von Listen. Also es gibt offenbar nicht das eine Werk, sondern verschiedene Listen. Was gibt's denn da für Listen und wo findet man die? Genau, also im deutschsprachigen Raum gibt es tatsächlich drei relevante, also es gibt noch ein bisschen mehr Listen, aber so die am gängigsten an dieser Stelle benutzt werden oder die prominentesten Beispiele dafür, das ist einmal die VAH-Liste, das ist die IHO-Liste und das ist die RKI-Liste. Das sind die drei Listen. Es gibt dann noch eine DVG-Liste, das ist für Veterinär-Applikationen. Das ist so das, was so die prominentesten Beispiele sind. Da können wir dann nochmal die Abkürzung auflösen. Also wir Schülke Meyer sitzt ja in der Robert-Koch-Straße, deswegen die RKI-Liste, die kennt man gerade noch. Aber magst du vielleicht einmal die Abkürzung erläutern für diese Listen? Genau, also die VAH-Liste, da steht VAH, steht für Verbund für angewandte Hygiene. Und das ist eine Vereinigung, das ist ein eingetragener Verein von Hygienikern, die sich damit beschäftigen, wirksame Desinfektionsmittel zu reviewen sozusagen und auch zu zertifizieren. Es gibt dann eben auch VAH-Zertifikate für all die Desinfektionsmittel, die in dieser Liste gelistet sind. Die werden von den Hygienikern des VAHs dann entsprechend geprüft. Also man muss dort Wirksamkeitsgutachten einreichen, die von unabhängigen Laboratorien erstellt sein müssen. Und dann werden die entsprechend seitens des VAHs geprüft. Und wenn dann alle Anforderungen für positiv befunden worden sind, dann gibt es ein Zertifikat. Dieses Zertifikat hat eine Laufzeit von 3 Jahren. Danach muss rezertifiziert werden. Es müssen wieder neue Antragsunterlagen eingestellt werden, eingereicht werden. Das macht alles der Hersteller des Desinfektionsmittels, was dann gelistet werden soll.
Und so kommt dieses Präparat dann eben in die VAH-Liste, wird dort aufgenommen. Bei der IHO-Liste, das ist der Industrieverband für Hygiene und Oberflächenschutz, der diese Liste betreibt. Dort ist es so, dass die Hersteller selber die Informationen, die dort ausgefüllt werden müssen, also wie eben diese Präparate ausgelobt werden, dort einpflegen müssen, aber auch dort ist es so, dass Gutachten basierend auf europäischen Standardmethoden die Basis bilden und eingereicht werden müssen. Und der IHO hat in dieser Liste auch ein Review-Programm, wo dann eben stichpunktartig nach dem Zufallsprinzip eine gewisse Menge von Einträgen überprüft werden. Und dass dann dort auch nochmal geguckt wird, dass die Gutachten in Ordnung sind. Und diese Liste ist relativ breit aufgestellt. Also die umfasst dann auch den Bereich Lebensmittel, Veterinär, hat so ein bisschen breiteren Scope als die VAH-Liste. Und in dieser Liste finden wir auch Einträge zur Virozidenwirksamkeit. Die findet man in der VAH-Liste nur relativ wenig. So, und dann haben wir noch die RKI-Liste. In der RKI-Liste ist es so, dass die RKI-Liste, wie du das gerade schon richtig gesagt hast, vom Robert-Koch-Institut herausgegeben wird. Und diese RKI-Liste ist assoziiert mit dem Infektionsschutzgesetz. Die hat einen direkten Link zum Paragraph 18 im Infektionsschutzgesetz und die RKI-Liste hat insbesondere den Zweck, Desinfektionsmaßnahmen für behördlich angeordnete Entseuchungen, Entwesungen auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes Paragraph 18 vorzuhalten. Also das ist der Kernpunkt dieser Desinfektionsmittelliste vom RKI. Deswegen hat die nochmal so ein bisschen besonderen Status. Und insbesondere bei der Flächendesinfektion ist es tatsächlich so, dass man dort auch ganz andere Werte in Bezug auf Konzentrationen und Einwirkzeiten findet, als beispielsweise in der VAH-Liste oder auch in der RKI-Liste, weil die RKI-Liste nicht dafür gedacht ist, für Routine-Desinfektionsmaßnahmen Präparate vorzuhalten, sondern eben für den Seuchenfall. Und an dieser Stelle sind dann auch die Testmethoden, mit denen diese Präparate für diese Listung dort getestet werden müssen und die Gutachten, die man dafür bereitstellen muss, basieren auf anderen Prüfungen, insbesondere eben im Flächendesinfektionsmittelbereich. Bei den Händedesinfektionsmitteln ist es wiederum ein bisschen anders, weil dort ist die Basis der Viroziden Auslobung relativ vergleichbar zu dem, was man in der IHO-Liste findet oder auch bei den Einträgen in der VAH-Liste. Aber das ist sozusagen der Auftrag der RKI-Liste eben für den Entseuchungsfall. Und dann gibt es eine behördlich angeordnete Entseuchung in dem Fall, die auf dem Paragraph 18 des Infektionsschutzgesetzes beruht. Und das ist eben kein routinemäßiger Einsatz. Für routinemäßigen Einsatz, sagt auch die RKI-Liste, sind andere Listen wie beispielsweise die VAH-Liste oder die IHO-Liste dann eben entsprechend heranzuziehen. Ja, man sieht ja auch, dass zum Teil wirklich sehr, sehr hohe Konzentrationen vorgegeben sind. Ne? Was weiß ich, bei einem Produkt, was man sonst üblich eher vielleicht bei 0,5 oder 1% einsetzt, ist dann da sowas wie 4% und mehrere Stunden ausgelobt wird, was natürlich wirklich in der Praxis, gerade auch mit der ja auch immer mehr werdenden Rückstandsthematik, ganz, ganz schwer vereinbar ist. Ne? Genau, so. Und das ist auch das, was die RKI-Liste eben auch selber sagt. Das ist nämlich an der Stelle bei den Prüfungen darum geht, den jeweils schwierigsten denkbaren Fall zu simulieren. Und das bedeutet dann eben auch, dass beispielsweise bei Flächendesinfektionsmitteln mit geronnenem Vollblut getestet wird, um wirklich den denkbar schwierigsten Fall abzubilden. Und das bedeutet natürlich auch, dass man an dieser Stelle ganz andere Einsatzkonzentrationen und auch Einwirkzeiten benötigt, als es für den Routinefall der Fall ist. Und,
kommentiert die Beschmutzung. Und das differenziert die Liste aber selber eben auch sehr klar. Mhm. Ja, wenn man sich dann diese Vollblutbelastung mit den tatsächlich herrschenden Bedingungen im Reinraum auch nochmal anschaut, wo man ja hoffentlich nahezu partikelfrei unterwegs ist, dann ist da ein bisschen ein Gap dazwischen, würde ich sagen. Genau, wenn man Vollblutsituationen im Reinraum hat, dann hat man ein ganz anderes Problem. Dann sollte man die Kripo anrufen, glaube ich. Genau, apropos um die Ecke bringen, da bringst du mich zu einem schönen Punkt, und zwar das Thema Einwirkzeiten. Das sprachst du ja gerade auch schon an, dass in der RKI-Liste das so teilweise auch ganz andere Einwirkzeiten wirken oder genannt werden als in der Routine. Wie bewertest du das Thema vielleicht auch so im Zusammenhang mit eigener Validierung, nochmal selber schauen, meine Hauskeime, meine Oberflächen, meine Einwirkzeiten? Wie bewertest du das Thema? Also wie kann man solche Desinfektionsmittellistenvorgaben mit einer vielleicht hauseigenen Validierung unter einen Hut bringen? Wie baut sowas aufeinander auf? Oder wann sollte man auf jeden Fall sich dafür für mehr Tiefe entscheiden? Das ist eine sehr gute und spannende Frage. Also an der Stelle ist es so, dass die Desinfektionsmittelliste ganz am Anfang steht quasi. Das heißt, dort habe ich die Möglichkeit, überhaupt erstmal zu recherchieren und zu gucken, was könnten geeignete Desinfektionsmittel für meine Fragestellung sein. Der nächste Schritt wäre dann, sich, wenn man dort ein Desinfektionsmittel ausgesucht hat, Wirkstoffbasis, meinetwegen alkoholisch oder quaternäre Ammoniumverbindung, das kann man dort ja auch alles schön recherchieren, dass man dann guckt, okay, welches wäre jetzt tatsächlich das geeignete. Dann empfiehlt es sich, in den Qualifizierungsprozess zu gehen und dieses Desinfektionsmittel basierend auf den Auslobungen des Desinfektionsmittelherstellers einmal zu qualifizieren und zu prüfen, ob es die Anforderungen per se erstmal erfüllt, die man an dieses Desinfektionsmittel stellt. Beispielsweise, wenn man in seinem Reinraum bakterielle Spurenbildner inaktivieren möchte, dann wäre ein Präparat, was auf 70%igem Isopropylalkohol basiert, nicht das Richtige. Das müsste in dieser Qualifizierung dann entsprechend zurückgewiesen werden, weil es eben nur die bakterizide und die fungizide Wirksamkeit hat und aber keine spurizide Wirksamkeit hat. Wenn man dann diesen zweiten Schritt der Qualifizierung erfolgreich durchgeführt hat, dann würde man in den nächsten Schritt der Validierung gehen und würde dann eben sagen, okay, ich habe jetzt hier die grundlegenden Gutachten und Auslobungen des Herstellers basierend auf europäischen Standardmethoden überprüft. Das passt vom Prinzip her. Und dann muss ich aber nochmal gucken, wie sieht es denn aus mit meiner hausspezifischen Flora und wie sieht es mit meinen hausspezifischen Applikationen aus. Also das kann ja zum Beispiel auch bedeuten, dass ich mit bestimmten Wischutensilien mein Isopropylalkohol auf die Fläche ausbringe. Oder auch noch, wenn ich eine quaternäre Ammoniumverbindung habe, dann muss ich das noch besser im Blick haben. Dann kommt natürlich auch die Spezifität der hausspezifischen Oberflächen dazu, die natürlich nicht damit vergleichbar sind, was in europäischen Standardmethoden als Standardoberfläche eingesetzt wird. Und ich muss eben dann basierend auf meinem Monitoring auch meine Hauskeime berücksichtigen, weil die sich auch nicht so verhalten wie die Standardprüfkeime, die in den europäischen Normen verwendet werden. Also da hatten wir ja auch in dem vorherigen Podcast schon die Analogie, das, was ich in meinem Haus, also als Hausflora finde, das ist eher der Wolf draußen in der Wildnis, der eben nicht so angepasst ist, also an Laborbedingungen nicht so angepasst ist, wie der Schäferhund, den ich eben schon domestiziert habe. Und das muss ich natürlich berücksichtigen, auch bei der Validierungsprüfung. Deswegen nimmt man da dann auch die hausspezifischen Keime noch mit, die man dann ja aus dem Monitoring-Prozess schon sehr gut einordnen und identifizieren kann. Und aus all diesem, was man dann in dieser Validierung entsprechend zusammengefügt hat, würde sich dann die Einwirkzeit, das war deine Ursprungsfrage, ergeben, die man dann eben für seinen hausspezifischen GMP-Bereich entsprechend einzuhalten hätte. Mhm. Das heißt also, auch unter verschiedenen Bedingungen kann man sich eigentlich mit den Einwirkzeiten da sicher fühlen, obwohl ja vielleicht die Abtrocknungsrate bei unterschiedlichen Firmen ganz unterschiedlich sein mag.
das ist ja auch was, was man dann im Validierungsprozess entsprechend ja auch sich anguckt. Wenn man beispielsweise praxisnahe Versuche anwendet, wo man die Wischdesinfektion sehr gut simulieren kann und dann eben auch entsprechend diesen Abtrocknungseffekt dort auch mit berücksichtigen kann. Mhm. Ja, wunderbar. Also ich verstehe das so ein mehrstufiger Prozess. Also wenn man erstmal so ein bisschen für sich studieren und recherchieren will, dann kann man eben gut diese Listen hinzuziehen. Die Unterschiede haben wir jetzt, glaube ich, sehr gut verstanden. Also, dass die IHO-Liste eben auch die Virozidie mit abdeckt, dass man hier als Hersteller selbst einreicht, dass die VAH im Prinzip auch ein gutes Nachschlagewerk bietet und die Robert-Koch-Liste eher im solchen Fall heranzuziehen ist, aber natürlich auch erstmal einen groben Überblick auch verschaffen kann, ne? Was gibt es überhaupt? Dann natürlich auch Beratung. Ich denke auch immer, Dialog mit dem Hersteller ist sehr, sehr lohnenswert. Und dann eben entsprechend in die Validierungsphase zu gehen, wenn nötig. Katrin, jetzt hast du gesagt, dass du ja Inhaberin der Bactologicum GmbH bist. Bietet ihr auch solche Validierungsstudien an? Ja, natürlich. Also das ist auch ein Themengebiet, mit dem wir uns sehr gerne beschäftigen, weil das immer wieder ein spannender Austausch mit dem Kunden ist und auch immer wieder neue Experimente daraus entstehen, um eben diese Praxisnähe dort auch bestmöglich für den Kunden abbilden zu können. Wie würde dann sowas ablaufen? Also wenn jetzt vielleicht ein Unternehmen zuhört, was sagt, ach Mensch, bei uns steht ja auch wieder die nächste Validierung an, meldet man sich dann einfach oder möchtest du da ein bisschen was zu sagen, wie sowas dann vielleicht ablaufen könnte? Ja, also man kann ja auf unsere Homepage gehen, kann uns dort entsprechend kontaktieren oder auch einfach per E-Mail an info@bactologicum.com eine E-Mail schreiben. Und und dann würden wir im direkten Kontakt mit dem Kunden erstmal herausfinden, was jetzt genau das Bedürfnis ist, um dann eben auch einen ganz kundenindividuellen Validierungsplan zu erstellen, der dann die Basis für die entsprechenden Prüfungen darstellt. Ja, das haben wir auch in dem einen oder anderen Fall sogar auch schon mal so gemeinschaftlich gemacht. Also das ist ja wirklich ganz, ganz schön, dass das dann eben auch gut abgestimmt sein kann, ne? Auf das, was verwendet wird und was dann letztendlich in die Prüfung mit einfließt. Prima. Das verlinken wir in den Shownotes, dass Sie da die Kontaktdaten von der Bactologicum finden. Und ja, Katrin, dann haben wir schon wieder 22 Minuten gefüllt mit diesem Thema. Schön, dass du dabei warst heute wieder. Es wird bestimmt nicht das letzte Mal gewesen sein. So Experten aus der Mikrobiologie, die so lange und mit so viel Herzblut dabei sind, die kann man immer wieder mal für ein Thema hier sicherlich dazuladen. Von daher vielen Dank, schön, dass du dabei warst und auf Wiedersehen schon mal von meiner Seite. Ja, vielen Dank für die Einladung und auf Wiedersehen.